wie elegant er dann noch gestolpert ist. Oder soll ich jetzt hinterher latschen oder was? Wenn ich jetzt hier abschmiere, dann ist meine Frau Witwe. Ach, ich verkaufe mir nebenbei noch Lebensversicherung, Risikolebensversicherung. Willst du hier noch unterschreiben? Elektrisch unterwegs mit einer BMW Evolution 2.0S, Tesla Model S, Tesla Model X, Renault Zoe ZE40, Renault Zoe ZE50 und einem Nissan Leaf 1. Klingt ein bisschen übertrieben oder klingt nach 2050? Nein, klingt nach 2020. Familie von Christian und einem eigenen Schnelllader im Hof. Denn Christian hat seine gesamte Familie mit dem Elektrovirus infiziert und konnte alle überzeugen. Und dafür braucht es natürlich Strom. Und heute gucken wir uns mal Christians PV-Anlage auf dem Dach an. Ich habe es ja gerade schon unten erwähnt, ihr habt ja eine Masse an Elektroautos, habt einen Schnelllader und habt jetzt hier auch eine große PV-Anlage auf dem Dach. Und ja, ich denke mal, einige Zuschauer kennen dich schon, aber vielleicht magst du dich noch mal kurz selber vorstellen. Ja, mein Name ist Christian Strahl und seit ein paar Jahren fahre ich nur noch elektrisch. Wir haben relativ günstige Voraussetzungen dafür mit dem eigenen Hof und mit dem eigenen Dach. Und als logische Konsequenz von der Elektrofahrerei ging es dann natürlich relativ bald um die Frage, wo kommt der Strom her und können wir den Strom nicht einfach selber produzieren, anstatt irgendwelche fossilen Brennstoffe dafür durch den Ofen zu jagen. Auf welchem Dach sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier auf einem Dach in Pankow, ganz normaler Berliner Altbau, Vorderhaus, Seitenflügel, Quergebäude. Ein Haus, was wir mal vor 20 Jahren angeschafft haben. In den letzten Jahren haben wir das mal durchsaniert. Das Dach ist neu gemacht worden und dann als letzte Ausbaustufe im November, Dezember 2019 wurden dann diese Photovoltaikmodule hier oben installiert. Als wir dann mit der Solarfirma das hier alles vorbereitet haben, haben wir dann festgestellt, dass die Dachluke, die im Zuge der Dachsanierung hier eingebaut wurde, zu klein war. Zu klein war für die Module. Das heißt, dann haben wir einmal noch die Dachluke austauschen lassen dürfen, damit die Module hier überhaupt oben rauf kommen können. Weil Kran oder sowas scheidet ja hier auch aus, weil wir so wunderbare Straßenbahnleitungen vor der Oberleitung haben, vor der Tür. Das heißt, hier kannst du auch keinen Kran aufstellen. Ja, und jetzt läuft die Anlage seit Dezember. Inzwischen sind wir bei 24 Megawattstunden, die wir hier produziert haben auf dem Dach. Und das macht richtig Spaß, da einfach zuzuschauen. Das glaube ich. Wie viel kW Peak haben wir hier? Also wir haben 27,72 kW Peak. Tatsächlich war die größte Leistung, die ich mal gesehen habe, hier im Internetportal, als ich zugegriffen habe auf die Anlage, glaube ich mal 23, irgendwie so um 23 kW, die ich tatsächlich mal gesehen habe. Und ich lerne natürlich auch jeden Tag wieder dazu mit der Anlage. Normalerweise würde man denken, naja, Juli, August, die Sommermonate, da geht es richtig ab. Aber tatsächlich waren es eher die Monate April, Mai, Juni, wo es dann irgendwie den höchsten Ertrag gab. Weil es dann noch nicht so warm war, ne? Genau. Aber das ist trotzdem eine beachtliche Leistung. Ich zeige es ja mal, ich blende es mal ein. Wir haben hier vorne eine kleine Verschattung von dem Kamin und du hast ja hier so einige Schornsteine, ne? Und je nachdem, wie die Sonne halt rumwandert oder dann die Dachgiebel und sowas, also ganz verschattungsfrei geht's hier nicht, ne? Nee, das geht nicht. Wir haben im Zuge der Sanierung des Hauses Schornsteine auch zurückbauen lassen. Also es gibt nicht mehr so viele, wie wir vorher hatten, weil wir natürlich nicht mehr wie früher, als das Haus gebaut wurde, in jedem Raum einen Ofen haben, der tatsächlich dann auch einen Schornstein braucht. Und wir haben auch Schornsteine kürzen lassen. Dadurch mussten sie nicht mehr abgestützt werden, wie man auch da hinten sieht. Da sind ja noch diese Diagonalverstrebungen dran, die wieder dann auch durch die Dachhaut geführt werden müssen. Also zusätzlichen baulichen Aufwand erfordern und dann natürlich auch weniger Schatten machen, wenn die niedriger sind, die Schornsteine. Aber die Flächen, die tatsächlich sinnvoll nutzbar waren, haben wir jetzt hier ausgenutzt. Und wenn man jetzt hier so mal rumschwenkt über die Dächer von Berlin bis hin zum Fernsehturm, dann sieht man natürlich, wie viel Dachfläche hier überall vorhanden ist. Total ungenutzt. Die
ist ja völlig, außer dass sie das Haus von Regen frei hält, die Dachfläche erfüllt sie eigentlich gar keinen weiteren Nutzen. Und diesen Zweck kann das Dach auch mit Photovoltaikmodulen natürlich erfüllen. Ja, es ist aber immer, ich finde es halt auch schade, dass so wenig Dachfläche genutzt wird. Jetzt wäre die Frage, was ist denn der Hintergrund, warum ihr jetzt hier PV aufs Dach geschraubt habt? Sind es die Kosten oder? Nein, es sind eigentlich gar nicht so sehr die Kosten, sondern einfach die Überlegung, dass das Dach sowieso da ist. Und entweder wir verfeuern jetzt Braunkohle, um hier irgendwie Licht zu haben oder unser Handy zu laden, oder wir nutzen tatsächlich einfach die Fläche sowieso, die sowieso da ist und die Sonneneinstrahlung, die sowieso stattfindet. Und es gibt da, glaube ich, auch schon Modelle, dass man selber gar nicht investieren muss, sondern dass man einfach seine Dachfläche verpachtet. Das haben wir nicht gemacht. Diese Anlage gehört uns hier selber. Aber auch wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will oder kann das jetzt nicht investieren, gibt es dann auch durchaus Lösungen, dass man einfach die Dachfläche nutzt, ohne jetzt selber investieren zu müssen. Ja, oder es gibt ja auch Leasing-Modelle und so, ne? Also da gibt's schon einiges. Das heißt also, für euch war gar nicht dieser Punkt im Vordergrund, so irgendwie, ich muss jetzt Rendite machen, die Anlage muss ich rechnen, sondern es ging halt einfach hauptsächlich so ums Gefühl, zu sagen, die Fläche ist da und ich möchte meinen Teil an der Energiewende beitragen, oder? Das ist genau die Überlegung, ja. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, und wann amortisiert sich das? Das ist eine Betrachtung, die ich eigentlich nicht angestellt habe bis jetzt. Ich weiß, dass ich natürlich für drei Anlagen irgendwie Strom bezahlt habe. Vielleicht 400 Euro im Monat, ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich sage immer, es ist so eine Art Wohlfühlrendite auch. Ja? Also, dass ich sage, okay, ich freue mich darüber, dass ich in Summe mehr Strom produziere, als ich verbrauche. Und sicherlich nicht über das ganze Jahr betrachtet, jetzt Monat für Monat, aber im Jahr, in der Jahressumme schon. Sicher, im November kann ich meinen ganzen Mobilitätsbedarf hier nicht aus der PV-Anlage decken. Aber in Jahressumme produzieren wir halt mehr Strom, als wir tatsächlich selber verbrauchen. Hast du denn so ungefähr einen Grad an Autarkie, den ihr jetzt schon erreicht habt? Kannst du dazu schon eine Aussage machen? Ich meine, ist ja noch kein ganzes Jahr auf dem Dach, aber... Also, das ist jetzt die Frage, wie man Autarkie definiert. Also wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt rein vom Strom ausgeht. In Jahressumme produzieren wir mehr Strom, als wir brauchen, dann wäre die Autarkie ja 100%. Aber das ist natürlich trifft natürlich nicht für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat zu. Ja? Mhm. Also wir haben gewaltige Überschüsse an bestimmten Tagen, Wochen, Monaten und natürlich dann auch eine Unterdeckung in den sonnenarmen Zeiten. Mhm. Ich würde sagen, dann gehen wir mal runter, dann gucken wir uns mal die ganze Anlage an. Das heißt also mit Wechselrichtern, Speicher, ihr habt drei in Summe, richtig? Genau, drei Batteriespeicher, weil es drei Anlagen sind. Es sind insgesamt 84 Module hier auf dem Dach und die sind aufgeteilt in 3x28. Und ihr habt euch, die gesamte Anlage ist komplett von der Firma Sonnen? Oder? Die ist errichtet hier von der Energieinsel GmbH in Oberkrämer. Ah, okay. Die haben das gebaut und nur... Unser Energieversorger ist sozusagen ist Sonnen. Wir haben jetzt einen Energielieferungsvertrag mit der Firma Sonnen. Das funktioniert in der Weise, dass die Tarife wurden jetzt aber auch schon ein bisschen geändert, dass wir hier 8000 Kilowattstunden im Jahr selber verbrauchen können, ohne dass uns das irgendwas kostet. Wir kriegen natürlich die Einspeisevergütung von irgendwas, 10 Cent oder irgendwas in der Nähe. Und wenn wir jetzt pro Anlage mehr verbrauchen würden als 8000 Kilowattstunden, wobei da der von uns selbst erzeugte Strom auch mit angerechnet wird, weil das Ganze so funktioniert wie so eine Community. Das heißt, wenn ich zu viel Strom habe im Saldo, dann können andere aus der Community den nutzen. Und wenn ich zu wenig Strom habe, dann kann ich woanders Strom beziehen. Auch die Speicher Strom von allen PV-Anlagen sozusagen als großer Cloud oder Crowd-Speicher sozusagen. So, und die und wenn ich jetzt mit der Freimenge sozusagen nicht auskomme, dann zahle ich, glaube ich, 23 Cent noch für jede Kilowattstunde dazu. Die Speicher hier funktionieren netzdienlich, das kann man auch im Internet gut verfolgen, gibt es dann eben sekundenweise, wird dann aus dem Stromnetz hier Energie abgelegt in unseren Batterien in Zeiten, wo zu viel Energie im Netz ist, und
5 Sekunden später wird dann Energie auch wieder rausgenommen aus den Batterien ins Netz, wenn zu wenig Energie im Netz ist. Das heißt, da gibt es so ein Energieflussdiagramm mit den 4 Punkten Erzeugung, Verbrauch, Batterie und Einspeisung. Und dann sieht man tatsächlich da den Strom in die unterschiedlichsten Richtungen immer fließen in der grafischen Darstellung, sodass man sieht, wie viel von der Energie, die gerade erzeugt wird, landet wo. Ja, also beziehe ich im Moment Energie, speise ich ein, verbrauche ich selber. Netzdienliche Speicher ist ja das Stichwort. Das ist ja besonders wichtig und haben wir ja auch schon ausgeführt, warum da auch das Elektroauto eine wichtige Rolle spielt. Ne? Hast du da aber Sorge, dass wenn die jetzt einfach immer fröhlich in deinen Akku was ablegen und wieder rausziehen, dass du damit eine erhöhte Zyklenzahl hast und dann irgendwie einen Nachteil rausziehst? Nee, also das kann ich nicht einschätzen und ist aber auch nichts, womit ich mich jetzt irgendwie beschäftige. Ich gehe davon aus, dass das Leute entwickelt haben, die tatsächlich da durchsehen, genauso wie ich sehe, dass ich jetzt viele 10.000 Kilometer Elektroauto gefahren bin und die Leistung, die Kapazität des Akkus praktisch unverändert ist. Ja. Also da ist überhaupt nichts an Einbußen festzustellen. Ja, solange Akkus auch, ich sag mal, langsam geschmeichelt geladen und entladen werden, ist das ja sowieso eigentlich schon so eine Art Wohlfühlmassage für die, ne? Ja. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, wie gesagt, dann schwenken wir mal nochmal übers Dach und danach gehen wir dann runter, würde ich sagen. Ich muss ja zugeben, ein bisschen anders ist mir schon hier oben. Ja. Vor allem, weil ich weiß, wie tollpatschig ich bin und wie gerne ich stolper. Kann ich meinen Ioniq hier oben laden? Ja, im Grunde schon, aber wir haben diesen Ladepunkt hier noch nicht bei Going Electric eingetragen, weil wir noch keinen Weg gefunden haben, die Autos hier hochzukriegen. Und bevor wir letztes Jahr unsere Schnellladesäule in Betrieb genommen haben, muss man natürlich dafür sorgen, dass wir die notwendige Leistung hier auch im Haus zur Verfügung haben. Deswegen haben wir hier aus dem einen Hausanschluss, den wir vorher hatten, 2 Hausanschlüsse machen lassen. Das heißt, es ist ein zusätzliches Kabel hier eingespeist worden, was tatsächlich nur zur Versorgung dieser Schnellladesäule erforderlich ist. Da wurde der Bürgersteig hier aufgemacht bis zur nächsten Querstraße, also vielleicht so 50, 60 Meter. Das wurde dann da irgendwo angeklemmt und dann hat Stromnetz Berlin hier die entsprechende Leistung ins Haus gebracht. Ja, also wir haben insgesamt 3 separate Solaranlagen. 2 sind hier im Vorderhauskeller, 1 im Hinterhauskeller. Wir haben hier 3 separate Photovoltaikanlagen, weil wir 3 separate Stromkreise versorgen, nämlich unsere eigene Wohnung, die Hausbeleuchtung und auch mein Büro, das im Hinterhaus sich befindet. Zu jeder Anlage gehört eine Batterie mit 12,5 Kilowattstunden und natürlich ein Wechselrichter und jede Anlage hat 28 Photovoltaikmodule auf dem Dach. Die Batterie kann mit einer Leistung von 3,3 kW entladen werden. Das heißt, das ist die maximale Entladung. Oder wenn wir jetzt sagen, die ist voll, dann können wir also knapp 4 Stunden lang 3300 Watt da rausziehen aus der Batterie. Ja, im Display kann man eben verschiedene Sachen erkennen. Den Ladezustand, die eine Batterie, die ist jetzt hier mit 78% geladen. Es werden 2000 Watt im Moment produziert auf dieser einen Anlage. 381 Watt werden verbraucht. Das heißt, in Summe wird die Batterie dann mit 1700 Watt geladen gegenwärtig. So, dann haben wir hier den normalen Hausanschlussschrank, in dem, weil es ja ein Mehrfamilienhaus ist, dann für jeden Stromkreis, also für jede Wohnung, ein eigener Zähler ist, für jeden Verbrauchskreis. Und das ist der Zähler zum Beispiel für die Hausbeleuchtung. Da werden dann im Wechsel angezeigt und erfasst, was eingespeist wird. Und seit der letzten Ablesung und was tatsächlich aus dem Netz an Strom bezogen wird. Und tatsächlich ist es so, dass wir natürlich deutlich mehr einspeisen, als wir aus dem Netz beziehen.
Ach, herrlich, Christian. Jetzt sind wir hier in deinem Vierseithof und jetzt haben wir deine PV-Anlage in Berlin-Pankow gesehen. Das ist ja schon beeindruckend, also Respekt. Und auch der Beweggrund, warum du das machst. Also nicht, dass du jetzt irgendwie sagst, du musst jetzt unbedingt damit einen Euro verdienen, sondern du willst einfach, du sagst einfach, da ist eine leere Dachfläche und das ist dein Teil zur Energiewende auch so ein bisschen mit beigetragen, oder? Ja, das ist der Punkt. Und jetzt sind wir hier am Vierseithof. Ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen. Und hier ist ja auch noch eine Menge Potenzial, oder? Wie sehe ich das? Naja, hier ist noch eine Menge Potenzial. Jetzt haben wir gerade vor einer Woche das Grundstück hier übernommen. Und jetzt werden wir uns damit beschäftigen. Ja? Wir haben hier eine große Scheune, wir haben hier Stallgebäude. Die Dächer müssen sowieso mal angefasst werden. Hier ist noch auf der Scheune das gute alte DDR-Wellasbest drauf. Das darauf wartet, entsorgt zu werden. Und dann muss da natürlich zwingend auch Photovoltaik drauf, dass man da wie auch immer Elektroenergie produzieren kann aus der Sonne. Nach welcher Konstruktion das jetzt passieren wird, ist noch nicht klar. Da werde ich jetzt irgendwie erstmal Erkundigungen einziehen, weil ich nicht weiß, ob wir das finanziell alleine stemmen können, ob wir da jetzt irgendwie die Dachfläche verpachten oder nach welchem Modell wir da vorgehen. Wird die Zeit einfach zeigen. Also das müssen wir jetzt nicht überhasten, aber wir werden es konsequent angehen. Das ist jetzt einfach mal das Fakt. Finde ich ja persönlich ein sehr interessantes Konzept, was du vorhin schon angesprochen hast, so die Dachfläche zu verpachten. Also so oder so, egal zu welcher Konstellation es kommt, wir wollen es ganz gerne begleiten, wie es ist, so das Dach neu zu machen. Photovoltaik drauf, was dann hier effektiv reinkommt und so, würden wir ganz gerne, ich sag mal, begleiten. Wenn euch das interessiert, dann abonniert unbedingt den Kanal. Wie gesagt, kann noch ein bisschen dauern, weil du hast gesagt, ein definitiver Plan existiert noch nicht. Ihr habt ja, wie gesagt, erstmal vor einer Woche übernommen, aber ihr habt schon selber schon im Kopf sozusagen den Gedankengang, dass da früher oder später was passiert. Naja, also Mitte Oktober zieht meine Mutter hier ein. Vorne im Bauernhaus, die bringt ihr Elektroauto mit, die Wallbox hängt, die wird jetzt angeschlossen und da muss natürlich dann auch eine vernünftige Stromquelle das Auto versorgen. Ja. Und die soll natürlich nicht Kohlestrom sein, sondern möglichst erneuerbare Energie. Ja, und die Aussicht, die ist ja hier auch einfach grandios, oder? Ja. Also wenn das mit der Solarenergie nicht klappt, dann graben wir einfach hier ein Kabelgraben bis zum Windrad da hinten und klemmen uns damit drauf. Von wann sind die Gemäuer? Das ist Baujahr 1890. Das also ist Haus schon, vorne, ja. Der ganze Hof. Da muss man sicherlich dann auch entsprechend vorbereitet sein. Da kann es sicherlich mal die ein oder andere Überraschung geben, wenn man dann da oben am Dach hantiert, ne? Das ist ja auch etwas, was man berücksichtigen muss. Ja, also ist ja schon wir haben das bei einem anderen Objekt im letzten Jahr gemacht, so eine größere Wellasbestfläche entsorgt. Das muss ja alles irgendwie sorgfältig behandelt werden und dann auch entsprechend mit Nachweis entsorgt werden. Das ist ja schon alleine dann immer doch ein erheblicher Kostenaufwand. Na super, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr Christians Anlage findet. Ist das ein Vermieter, wie man ihn sich wünscht? Insgesamt 3 PV-Anlagen, ist gut, Olaf. Insgesamt 3 PV-Anlagen auf dem Dach und sowohl für Schnellladesäule, für die eigenen Elektroautos, als auch für die Haushalte, Sonnenstrom laden, tanken, wie auch immer und dann freue ich mich, wenn wir das neue Projekt dann irgendwann begleiten können. Werden wir sehen, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.